Leute, wir sind Stefan und Philipp, wir sind Diago 90 und wir zerlegen die Nationalmannschaften der Europameisterschaft in ihre Einzelteile. Wir sagen, wer auf welcher Position am besten bestückt ist. Und wir fangen an mit dem Torwart. Da gibt es viele Optionen, wobei eigentlich auch nicht mehr so viele wie früher. Früher hätte ich gesagt, boah, Casillas, Buffon, Kahn, wer wird's jetzt? Und obwohl er aktuell viele Patzer macht, ich halt einfach zu Manuel Neuer, weil er so viel Erfahrung hat, weil er aktuell zwar in der Diskussion steht, aber ich bin mir sicher, wenn Europameisterschaft ist, dann kommt seine Erfahrung raus, Manuel Neuer mit seiner Ausstrahlung auf der Linie überragend. Und ich glaube, er hat große Chancen, auch wenn er weit im Turnier kommt, dass er Torhüter des Turniers wird. Komplett bei dir. Ich habe hier auch Manuel Neuer stehen. Echt? Hast du Snaps? Hast du wirklich Manuel Neuer da? Ich hab Manuel Neuer das, und Marc Ter Stegen. Das ist einfach, ja, das ist Deutschland. Da sind wir richtig stark besetzt und ich bin da bei dir. Auch wenn Neuer vorher jetzt die ein oder andere Unsicherheit hatte, der wird liefern. Der ist dieser Crunch-Time-Zocker, der lebt als Sportler. Für diese großen Momente hat er immer schon Snaps für mich. Mike Maignan von Frankreich, da sind die gut besetzt. Italien, Gigi Donnarumma und vor allen Dingen die Schweiz mit Sommer und Kobel. Auch krass. Die für mich, also dieses Duo hinter Neuer, Ter Stegen, das Stärkste. Muss auch sagen, Sommer und Kobel, auch richtig starke Torhüter, auch wenn ich mich auf England vorbereitet habe. Pickford, ja auch eine starke Saison gespielt, aber trotzdem denke ich dann, wie du jetzt halt auch gesagt hast, wenn es dann einfach drauf ankommt, yeah, großes Turnier, große yeah Aufmerksamkeit, viel Druck, Manuel N. Weiter mit der Abwehr, wen hast du in der Abwehr? Weiter mit der Abwehr, da muss ich sagen, da kannst du Nationen nennen, da sind die Franzosen gut aufgestellt, wie eigentlich in jedem Mannschaftsteil, aber ich sehe da die Niederlande, sowohl in der Spitze als auch in der Breite. Du hast Van Dijk als Abwehrchef, du hast De Ligt daneben, du hast Ake daneben. Diese drei schon mal top-notch. Dann hast du auf der rechten Seite die Wahl, setzt du Dumfries oder Frimpong? Und dann bist du in der Breite auch brutal stark. Van de Ven, den vielleicht schnellsten Verteidiger des Turniers. Dann hast du einen Blind, Erfahrung, bei Girona jetzt eine klasse Saison gespielt. Du hast einen De Vrij, italienischer Meister mit Inter Mailand. Gertruida, upcoming Talent von Feyenoord Rotterdam. Boah, der Mann, der geht richtig in die Tiefen. Ja, hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen. Ich war dann erstmal so bei so, guck mal bei England, weil die eigentlich in den vergangenen Turnieren immer weit gekommen sind und das vor allem nicht wegen den Toren, die sie geschossen haben, sondern vor allem wegen der starken Defensive. Aber da fallen jetzt eben Luke Shaw, also der Außenverteidiger überhaupt bei England, und Maguire ist ja auch nicht dabei. Bei Shaw weiß man es noch nicht ganz. Dadurch wackelt halt auch so ein bisschen die Innenverteidigung. Bei Shaw weiß man noch nicht, ob er spielen kann. Dann spielt vielleicht ein Trippier. Also eigentlich wäre ich mit England gegangen, weil hast du Walker, hast du Shaw, hast in der Mitte Stones und Maguire. Das ist schon richtig stark. Viel Erfahrung, gerade Premier League auch viele Spieler dabei. Aber dadurch, dass das jetzt echt doch wackelig ist mit Maguire, ja, habe ich dann so tendiert, wie stark sind wir mit Tah und Rüdiger, aber das sehe ich aktuell nicht als die stärkste Innenverteidigung an, sondern dann doch eher mit Frankreich zu gehen. Einfach zu sagen, die haben unglaublich viel Erfahrung, sind bei der WM wieder weit gekommen, verteidigen auch stark im Verbund. Die deshalb Innenverteidigung, Saliba, Arsenal, Konaté, Liverpool, Premier League gestellt. Ja, Saliba Außenverteidiger, eine krasse Saison gespielt auch einfach für Arsenal. Ne? Mega. Und links hinten Theo Hernandez, vielleicht der beste Linksverteidiger auf der Welt gerade. Als die Engländer nämlich gesagt haben, Shaw der beste Außenverteidiger, dann habe ich gedacht, da kommen ja schon zwei, drei. Und Hernandez ist ja so einer, der ist auch unglaublich schnell. Der ist zweikampfstark, das ist einer, der kann auch nach vorne mit die Wege mitgehen und hat halt auch schon Erfahrung. Von daher glaube ich, Holland, Frankreich, boah, schwierig. Also hast mich fast überzeugt mit den Argumenten für Holland. Ja, dann gehen wir da mal für die Niederlande. Den nehme ich nämlich direkt mit. Mittelfeld. Boah, Mittelfeld. Auch da war ich erst einmal Rice, Maino jetzt, der Junge. Wenn man Bellingham ins Mittelfeld zählt, Saka, Foden, richtig stark. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wir haben Kroos, wir haben einen Andrich nebendran, wir haben Gündogan und Musiala und Wirtz, wenn du im 4-2-3-1 spielst, zählen auch dazu. Und mal ganz ehrlich, Leute, wenn Wirtz und Musiala halbwegs ihre Form erreichen, Musiala vielleicht noch ein bisschen effektiver wird, dann haben wir dahinter den erfolgreichsten deutschen Fußballer überhaupt, haben mit Gündogan einen, der auch in der Kritik steht, aber ganz ehrlich, Ball flach halten, der Mann hat viel Erfahrung, der bei City über Jahre gezeigt, was er kann, ist, glaube ich, auch extrem wichtig mit seiner Ruhe. Und wenn wir dem Ganzen ein bisschen Vertrauen geben, ist es für mich eigentlich ein krankes Mittelfeld, was wir haben. Ich sag dir, wenn es ums beste Mittelfeld der Euro 2024 geht, jetzt kommt was, dann habe ich England, Frankreich, Belgien, Portugal, alle brutal besetzt. Ja. Und ich habe mich am Ende auch für den DFB, für Deutschland entschieden. Junge, haben wir nicht abgesprochen an der Stelle, nicht muss man auch mal sagen. Und ich unterschreibt das komplett wie du. Die Mischung macht's, du hast eine klare Hierarchie, angeführt von Kroos. Du hast diese offensive Dreierreihe, die angeführt werden kann vom Gündogan. Sollte ein Gündogan weiterhin nicht auf diesem Level performen, kannst du einen Sané, kannst du einen Havertz zurückziehen.
Man muss ja auch dazu sagen, wie du es eben zu Recht sagst, es sind ganz viele Nationen dabei, die ein starkes Mittelfeld haben. Frankreich brauchen wir nicht reden. Auch Portugal jetzt, hat ja Mourinho auch gesagt, zu tief waren wir noch nie in der Breite, qualitativ gut besetzt. Die haben ja da auch richtig starke Spieler. Wenn mit Palinha, mit Vitinha, die haben dann mit, wie heißt der Junge, Neves haben sie ja auch noch. Also die haben da auch viele Möglichkeiten von der Bank. Aber Bruno Fernandes, nicht vergessen. Bernardo Silva. Auch über England haben wir auch gerade gesprochen. Aber ich glaube, so was die Klasse angeht, was die Erfahrung auch angeht. Bei dir. Wir sind zu Hause, Leute. Zack. Okay. Also, falscher Patriotismus beiseite. Deutschland. Okay, nur noch ein Drittel fehlt, und zwar der Sturm. Wer hat den besten Angriff der Euro 2024? Boah, das finde ich eine richtig schwierige Frage. Ein bisschen ähnlich wie Mittelfeld. Ich muss dann doch mit dem krassen Mainstream-Call gehen, einfach Frankreich. Also Frankreich ist halt für mich... Also wir reden jetzt nur über das, was auf dem Papier steht. Ich glaube, dass die vom Team her gar nicht so gut funktionieren. Deshalb glaube ich, dass vielleicht andere besser abschneiden werden. Vielleicht auch England, wenn Bellingham vorne mit einem Kane. Aber Frankreich ist für mich, wenn du halt die Einzelspieler siehst mit einem Mbappé, da hat ein Thuram eine krasse Saison gespielt. Egal ob jetzt Griezmann, Ousmane Dembélé, das ist Barcola, hast du ja auch noch, der jetzt bei PSG immer wieder reingeworfen wird. Giroud, das man nicht vergessen. Hier, Frankreich. Sicherster Stürmer. Wusste ich ja gar nicht. Erfolgreichster Stürmer. Von daher, für mich ist es ein langweiliger Call, weiß ich. Gibt auch wahrscheinlich gut. Mehr Hot Takes. Du hast bestimmt einen, oder? Ich habe noch nicht mal einen Hot Take, glaube ich. Aber ich, für mich fiel da die Entscheidung tatsächlich zwischen Belgien und England. Du hast in Belgien, hast du Lukaku vorne, der weiß, wie man fürs Nationalteam trifft. Rekordtorschütze. Dann hast du auf links den Spieler, dem ich einen riesen Impact bei dieser Euro zutraue, Jeremy Doku, bringt das Tempo. Und du kannst auf rechts wählen zwischen Joan Bakayoko und Trossard, der für Arsenal auch krass von der Bank kommt diese Saison. Und hast dahinter einfach einen Kevin De Bruyne. Ja. Trotzdem habe ich mich für England entschieden. England vorne drin mit Kane. Als Backup Ollie Watkins. Finde ich Wahnsinn. Ja. Du hast über den Flügel hast du Foden und Saka. Das ist schon Wahnsinn. Du kannst da auch noch mal einen Bone bringen, wenn du möchtest. Ein Grealish wurde noch nicht mal nominiert. Und hast dann dahinter als nachrückenden Spieler, der Real Madrid Top-Torschütze war, Jude Bellingham. Das ist schon auch Wahnsinn. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Da können wir mit Deutschland, so viel wir jetzt über Torhüter und Mittelfeld gesprochen haben, im Sturm können wir da nicht so stark mithalten mit den beiden Nationen, die du genannt hast. Bei der Aufmerksamkeitsspanne, wir haben jetzt mal eine Doku reinzuwerfen, finde ich auch stark. Aber mit Belgien echt ein krasser Korb, wenn du die Spiele aufzählst. Bei England habe ich immer das Gefühl, auf dem Papier ja, aber der Trainer steht irgendwie nicht so wirklich für dieses offensive Spiel. Von daher bin ich mal gespannt, wie es in dem Turnier jetzt läuft, ob er jetzt vielleicht doch mal ein bisschen mehr sich traut, da auch einen offensiveren Ball zu spielen, oder? Ja. Wollen wir doch alle sehen, oder? Wollen wir sehen? Haut mal eure Calls raus. Folgt Diago90 für besten Content. Wir geben uns richtig Mühe, damit ihr während der Euro unterhalten und informiert werdet. Also klickt den Button. Klickt den Button. Und eine Frage noch zum Abschluss. Wer wird denn der Spieler des Turniers?